Unter Tagesordnungspunkt 6 behandeln und debattieren wir drei Gesetzentwürfe, nämlich die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP, Drucksachennummer 6123, Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Versorgungswerkes der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg. Wir debattieren zweitens in erster Lesung den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, Drucksachennummer 6124, Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Und drittens debattieren wir in erster Lesung den Gesetzentwurf von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mit der Drucksachennummer 6125, Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Und damit die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht durcheinander kommen und diejenigen, die das später nachlesen, es handelt sich in der Tat um unterschiedliche Regelungsinhalte, deshalb auch die unterschiedlichen Gesetzentwürfe und Drucksachennummer. Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Hertha das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 6 Wochen habe ich hier im Hohen Hause gesagt, dass ich hinsichtlich der Fragestellung Abgeordnetengesetz, ach wie schön, das regnet nicht durch, meine Herren und Damen. Bei der Witterung ist das vielleicht angemessen, ja. Dass ich unverwüstlich optimistisch bin, dass wir hier eine klare Regelung. Herr Kollege Hertha, lassen Sie mich bitte Sie kurz unterbrechen. Ich muss einen Moment überlegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, Sie kennen unsere Geschäftsordnung, Sie kennen unsere Verabredungen. Sie wissen, dass diese transparenten Westen, die zum Teil, wenn ich das von hier aus richtig sehe, auch Aufkleber enthalten, nicht den Gepflogenheiten des Hauses entsprechen. Sie wollen damit entgegen der üblichen Übung hier im Haus das Wort und Widerwort, die parlamentarische Debatte bestimmen. Instrumente, Möglichkeiten, die wir eher bei Demonstrationen und bei Kundgebungen verwenden, benutzen, das ist hier nicht gestattet. Ich bitte Sie sehr herzlich, diese Westen wieder auszuziehen, weil sie eben, wie gesagt, ein Demonstrations- und kein Redeobjekt sind. Können wir das irgendwie so regeln, dass meine Rede wieder auf 5 gestellt wird, weil wir einfach runterlaufen? Ich mache das. Ich stelle fest, dass Sie provozieren wollen, und ich bitte Sie ein zweites Mal, dieses Verhalten zu unterlassen. Herr Kollege Hertha braucht sich um seine Redezeiten keine Gedanken machen. Die setzen wir gleich wieder auf 5 Minuten hoch. So, ich bitte Sie jetzt und fordere Sie jetzt nachdrücklich auf, dieses Verhalten zu unterlassen. Nein, ich lasse keine Wortmeldung zu. Ich würde jetzt gerne für einen kurzen Moment diese Sitzung unterbrechen, um mich mit meinem sitzungsleitenden Präsidium zu beraten. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, drin zu bleiben. Es dauert nicht lange.
So, die Unterbrechung der Sitzung ist aufgehoben. Wir haben gerade eine Beratung durchgeführt. Die Möglichkeiten, die uns nach der Geschäftsordnung zur Verfügung stehen, sind relativ begrenzt an dieser Stelle, weil wir oder weil ich als Präsidentin auch davon ausgehen muss, wenn eine solche Aktion vorbereitet ist, dass man sich auch mit den möglichen Konsequenzen auseinandergesetzt hat als Fraktion und dass man beabsichtigt, dann auch Möglichkeiten, die man hat, wenn ich bestimmte Maßnahmen ergreifen würde, auszunutzen. Diesen Gefallen tue ich dieser Fraktion nicht. Den Eklat vor den Sommerferien werde ich nicht weiter unterstützen. Ich werde aber die Möglichkeiten, die auch mit den beiden Schriftführern abgestimmt sind, nutzen. Und ich rüge einmal komplett die Piratenfraktion und ich rüge jeden einzelnen Kollegen und Kollegin der Piratenfraktion, bis auf Herrn Kollegen Bayer, der zurzeit keine Weste trägt, weil er sich im Sitzungsdienst befindet. Und ich bitte die parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und die Fraktionsvorsitzenden, sich gegebenenfalls bereitzuhalten, weil, wenn ich diese Sitzungsleitung abgegeben habe, ich noch einen Moment überlegen werde, ob ich zu einer Sondersitzung des Ältestenrates noch einlade oder eine Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden und parlamentarischen Geschäftsführern und Geschäftsführern durchführe. So, jetzt bitte ich, wo ist er? Herrn Kollegen Hertha. Herrn Kollegen Hertha wieder zu mir. Ich schalte Ihnen auch gerne das Mikrofon frei. Das müsste frei sein. Wunderbar. Und selbstverständlich haben Sie jetzt wieder 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Eine ungewohnte Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, liebe Piraten. Ich will für meine Seite sagen, und ich glaube auch für die Sozialdemokratie, Uniformierung im Parlament, das ist nun wirklich eine Situation, die sehr, sehr zu denken gibt. Sehr, sehr zu denken. Und ich bedanke mich, dass es eben nicht nur die Meinung meiner Fraktion zu sein scheint. Vor 6 Wochen habe ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier gesagt, dass ich unverwüstlich optimistisch bin, dass es einen gemeinsamen Vorlageentwurf hier geben kann für die Frage der Transparenz von Nebentätigkeiten und übrigens auch für die Frage, inwieweit die Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtags ihren Abgeordneten zustehenden Mitarbeiterpauschalen Menschen, die mit ihnen verwandt sind, finanzieren dürfen. Um es beim zweiten Teil gleich kurz zu machen, wir haben uns entschieden, den dritten Grad hier mit einzubeziehen, um an dieser Stelle auch gar keinen Hauch aufkommen zu lassen, der letztendlich dazu führen würde, dass dort das Familieneinkommen aufgebessert wird. Was die Frage der Transparenz angeht, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich schon etwas stolz darauf, dass jetzt hier ein Gesetzentwurf vorliegt, nicht nur die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen tragen, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU. Es handelt sich um eine konsequente Regelung zur Stärkung der Unabhängigkeit von Abgeordneten. Das ist nämlich der Hintergrund und muss der Hintergrund einer jeden Transparenzregelung sein. Mögliche Interessenkonflikte offenzulegen und für die Bürger sichtbar und bewertbar zu machen. Wir haben uns deshalb entschieden, dass das, was an außerordentlichen Einkünften, an unregelmäßigen Einkünften, an Tätigkeiten aus Aufsichtsgremien, aus Beratung, Referententätigkeit entsteht, dass das in Zukunft monatlich auf Euro und Cent offengelegt werden soll. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Unabhängigkeit von Abgeordneten, sie kann auch dadurch befördert werden, dass eine Rückkehrmöglichkeit in den ursprünglich ausgeübten Beruf besteht. Und diese Rückkehrmöglichkeit in den ursprünglich ausgeübten Beruf, sie ist in vielen Fällen damit verbunden, dass der ursprünglich ausgeübte Beruf in vermindertem Umfang auch während der Tätigkeit hier im Parlament fortgeführt wird. Und deshalb haben wir uns entschieden, für diejenigen Einkünfte, die insoweit laufend sind, ein Stufenmodell hier vorzuschlagen. Ein Stufenmodell vorzuschlagen, das in relativ moderaten Stufen eine entsprechende Offenlegung möglich macht, ohne entsprechende Betriebsgeschäftsgeheimnisse zu verletzen
und ohne an der Stelle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an der Stelle der Selbstständigen und der Freiberuflichen Rückschlüsse darauf zuzulassen, wie die entsprechenden Geschäftstätigkeiten im Einzelnen aussehen. Meiner Fraktion war wichtig, dass das letztendlich für alle Einkünfte der Fall ist und dass diejenigen, die unter uns relativ hohe Beträge verdienen, nicht einfach nur eine Fehlanzeige machen müssen, dass sie oberhalb der gewählten Skala liegen. Und deshalb bin ich froh, dass wir uns darauf verständigen konnten, die Skala dann auch nach oben in 30.000er Schritten fortzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir diese Regelung ansehe, dann glaube ich, dass sie gleichermaßen den Interessen der Öffentlichkeit und derjenigen, die für die Öffentlichkeit über uns hier berichten, entgegenkommt, wie auch der Zusammenarbeit hier im Hause. Eine solche Transparenzregelung, sie wird nämlich nicht erlassen, entgegen manchen Unkenrufen, dass das voyeuristische Interesse Einzelner am Ende befriedigt wird, sondern um die Unabhängigkeit von uns als Abgeordneten im Nordrhein-Westfälischen Landtag und unserer Entscheidungen zu wahren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hertha. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Lienkämper. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute beraten wir verschiedenste Änderungen des Abgeordnetengesetzes. Ich will mich in den 5 Minuten auf die Verhaltensregeln konzentrieren und sagen, dass die Diskussionen im Spannungsfeld verschiedenster berechtigter Interessen stattfinden, die alle irgendwie Berücksichtigung finden müssen und dass deswegen die Aufgabe für das Parlament so schwierig ist. Lassen Sie mich eine grundsätzliche Bemerkung vorwegschicken. Wir wollen, dass der Landtag eine echte Volksvertretung ist und wir wollen, dass dem Landtag alle Berufsgruppen angehören können, Angestellte, Selbstständige, alle anderen Berufsgruppen auch. Für uns steht das freie Mandat der Abgeordneten im Vordergrund und es steht völlig außer Frage, dass ein Abgeordneter neben dem eigentlichen Mandat auch andere Tätigkeiten ausüben darf. Ich bin sogar der Auffassung, Nebentätigkeiten haben positive Wirkungen. Sie erleichtern den späteren Wiedereinstieg in den Beruf und sie reduzieren in Wahrheit die Abhängigkeit von der eigenen Partei. Ich frage Sie mal ganz ernsthaft, wer ist eigentlich politisch am Ende des Tages abhängig? Derjenige, der keine andere Möglichkeit hat, außerhalb des Parlaments einen Job anzunehmen ohne Probleme, oder derjenige, der eine Nebentätigkeit ausgeübt hat, erfolgreich in dieser Nebentätigkeit ist und darin auch wieder zurückkehren kann, der ist unabhängiger von der Partei und unabhängiger von Weisungen als andere das sind. Aber alle anderen sollen dem bunten Parlament bezogen auf die Berufsgruppen genauso angehören können. Professor Gerditz hat das in seiner Stellungnahme für die Expertenanhörung des Hauptausschusses völlig zu Recht erklärt. Ich zitiere ihn. Ein Abgeordneter, der auf sein Mandat nicht angewiesen ist, weil er bei Mandatsverlust jederzeit wieder in seinem früheren bzw. erlernten Beruf ein Auskommen findet, ist der Idealtypus des unabhängigen Abgeordneten. Zitat Ende. Das vorweggeschickt haben wir das klare Ziel gehabt, dass wir eine Regelung finden, die Berufstätigkeit weder direkt noch indirekt unmöglich macht oder unverhältnismäßig erschwert. Ich habe aber schon gesagt, dass auch viele andere Interessen Berücksichtigung finden müssen. Die Wählerinnen und Wähler müssen erkennen können, ob es bei Abgeordneten vor allem in Angelegenheiten, über die hier in diesem Parlament entschieden wird, Abhängigkeiten gibt, die für das freie Mandat schädlich sind und die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in freie, unabhängige Entscheidung ihrer Abgeordneten zu beeinträchtigen geeignet sind. Andererseits kann das freie Mandat des Abgeordneten gerade über Nebentätigkeiten gestärkt oder gewährleistet werden. Schließlich sind die Neuregelungen so zu gestalten, dass die Transparenzvorschriften nicht die Interessen Dritter verletzen, wie beispielsweise die Ehepartner der Abgeordneten, die sind nicht in ein Parlament gewählt, wie die Geschäftspartner oder die Kunden von Abgeordneten. Und wir sind der Auffassung, es müssen die Einkünfte realistisch abgebildet werden. Wir haben Kostenquoten bei Selbstständigen, die zum Teil deutlich über 50% liegen.
Und deswegen würde die bloße Angabe der Einnahmen den Maßstab verzerren und würde die Kosten, die ein Selbstständiger aufwenden muss, um diese Einnahmen zu erzielen, völlig ausblenden. Und deswegen sieht der hierzu beratende Gesetzentwurf unterschiedliche Nebentätigkeiten, unterschiedliche Anzeige und unterschiedliche Veröffentlichungspflichten vor. Der Gesetzentwurf ist das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung in dem eben genannten Spannungsverhältnis und ergibt auch die Notwendigkeiten, die für ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen gelten, vernünftig wieder. Er ist letztlich maßgeschneidert für unser Bundesland. Das Ergebnis ist auch klar, es geht zum Teil über die Regelungen, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat, hinaus. Und es bleibt in anderen Bereichen hinter den Regelungen des Deutschen Bundestages zurück. Es ist insgesamt ein vernünftiger und tragfähiger Kompromiss. Und deswegen haben wir uns der gemeinsamen Einbringung der Gesetzentwürfe angeschlossen. Unser Ziel ist klar, wir wollen die Unabhängigkeit der Abgeordneten. Wir wollen diese stärken, genauso wie das Parlament selber. Aber nur ein Parlament, das allen Berufsgruppen gleichermaßen offen steht, ist auch ein Parlament für alle Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank, Herr Kollege Lienkämper. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sei es mir erlaubt, am Anfang was zu den Plastikleibchen zu sagen, die sich die Kollegen, Kolleginnen von der Piratenfraktion übergezogen haben. Ich habe das Gefühl, da wird die Transpirationsquote hier im Saal erhöht, allerdings nicht der Erkenntnisgewinn vorangebracht. Und von daher glaube ich, dass das kein zielführender Beitrag zu der Debatte um Transparenz über Nebentätigkeiten ist. Da haben wir eigentlich auch andere Methoden, uns miteinander auszusetzen. Das scheint mir eine relativ hilflose Reaktion darauf zu sein, dass wir hier gemeinsam einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Ja, das hat uns alles ein bisschen Geduld abverlangt, dass dieses Papier vorliegt und der Gesetzentwurf eingebracht werden konnte. Aber der Prozess hat sich auch aus der Sicht der Grünen Fraktion gelohnt. Denn wir haben das hier anders gemacht, als das im Bundestag passiert ist, dass da regierungstragende Fraktionen sich was überlegt haben und die Opposition bekam das übergestülpt. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir haben diesen intensiven Prozess in sehr vielen Detailfragen auch miteinander bearbeitet. Und das macht die Qualität des Gesetzentwurfs jetzt auch aus, weil viele Kollegen und Kolleginnen, die meisten in diesem Haus, das als ihre Pflicht sehen, sich so zu verhalten. Das ist der Ausdruck, das Votum der Kollegen und Kolleginnen, hier das dann auch mit darzulegen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger, wie uns an Transparenz liegt, wie differenziert uns an der Transparenz liegt und dass wir diesen Auftrag verstanden haben, das Thema der Nebentätigkeiten offenzulegen und da diesem Gebot dann auch gefolgt sind. Und dabei haben wir aber auch die Besonderheiten des Landtags Nordrhein-Westfalen beachtet. Denn das ist ja auch in der Anhörung sehr deutlich geworden. Wir haben eine andere Konstituierung hier. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass in der Regel Kolleginnen und Kollegen 10 Jahre hier Mandatsträger, Mandatsträgerinnen sind. Das heißt, es gibt ein Leben vor dem Parlament, es gibt ein Leben nach dem Parlament. Da muss Berufstätigkeit wieder aufgenommen werden können. Und für einige Berufe ist es auch notwendig zu praktizieren während der Zeit. Auch der von den Piraten eingeladene Sachverständige Herbert von Arnim hat noch mal gesagt, dass es verfassungsmäßig geboten ist, auch Nebentätigkeiten zuzulassen und dass es unverfassungsmäßig wäre, sie komplett zu untersagen. Dabei ist ganz klar, dass das Mandat im Zentrum der Tätigkeiten steht und dass für alle Bürgerinnen und Bürger abzulesen sein muss, dass dieses Mandat dann dort im Zentrum steht und dass vor allen Dingen keine interessengeleiteten Aktivitäten über Nebentätigkeiten verbunden werden können. Deswegen haben wir 2 Säulen eingezogen. Wir von der Grünen Fraktion machen das schon seit 10 Jahren, seitdem wir das neue Abgeordnetengesetz in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben, dass wir
Euro und Cent veröffentlichen jedes Jahr. Wie sind unsere Jahreseinkommen? Wo sind Tätigkeiten, Nebentätigkeiten? Wie werden die ausgewiesen? Wir haben hier ein Stufenmodell gewählt, was aber auch sehr große Transparenz schafft und für alle Bürgerinnen und Bürger das einordnen lässt. Denn wir haben alleine 7 Stufen bis zur Summe von 30.000 Euro, die den Jahresbetrag oder monatlich deutlich machen. Und darüber hinaus geht es in 30.000er Stufen immer weiter. Und das ist der große Unterschied auch zu der Bundestagsregelung. Da gibt es irgendwann die Grenze, 250.000 Euro Einnahmen an Nebenverdiensten. Und dann ist das nach oben offen. Und keiner weiß mehr, welcher Betrag ist es denn? 250.000 plus 1 Euro oder kommen dann nochmal 250.000 darüber hinaus? Nein, wir veröffentlichen konsequent immer in 30.000er Schritten. Und die besonders interessanten Dinge, da wo Gutachten angefertigt werden, da wo es um Vorträge geht, das, was ja auch Aufsehen erregt hat. Wir erinnern uns im Vorfeld der Bundestagswahl über solche Tätigkeiten, Vortragstätigkeiten. Da sind alle Abgeordneten in Zukunft verpflichtet und nehmen das selbst als ihre Pflicht wahr, auf Euro und Cent direkt zu veröffentlichen. Und das ist eine gute Variante, die wir hier miteinander gefunden haben. Und das ist wichtig, dass es von allen so getragen wird. Wir gehen gemeinsam in eine Anhörung herein. Da wird man auch noch mal sehr deutlich machen, dass diese Regelung kein zahnloser Tiger ist. Weil, wenn Abgeordnete dieser Pflicht nicht nachkommen und die Pflichtverletzung nachgewiesen wird, die Präsidentin auch die Möglichkeit hat, bis zu einer halben Jahresdiät ein Ordnungsgeld zu verhängen. Das wird natürlich sehr intensiv im Einzelfall geprüft. Ich entnehme der heutigen Debatte und dem, was hier im Kasperletheater vorgeführt wird, dass wir uns in der Anhörung auch über Verhaltensregeln für Abgeordnete in diesem Haus unterhalten sollten, damit wir dann über die Würde des Hauses, um das Umgehen miteinander, die Frage gezielter Provokationen uns unterhalten. Das nehme ich als Aufgabe mit, auch in die Anhörung zu nehmen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Beer, also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass diese transparenten Westen natürlich auf der einen Seite nur nach außen hin eine gewisse Transparenz andeuten, tatsächlich aber, und ich füge hinzu nach meinem persönlichen Geschmack, auch Gott sei Dank, wesentliche Dinge dann doch eben nicht transparent sind. Aber das nur als Vorbemerkung an der Stelle, weil das wäre definitiv dann mit der Würde des Hauses nach auch großzügigster Ausgestaltung sicherlich nicht mehr vereinbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte auf die eher technischen Regelungen zum Versorgungswerk und zur Mitarbeiterpauschale nicht weiter eingehen, sondern erlaube mir lediglich einige Anmerkungen zu den Regelungen zu Nebentätigkeiten der Landtagsabgeordneten. Das Leitbild der parlamentarischen Tätigkeit auch im Landtag Nordrhein-Westfalen ist das eines Vollzeitparlamentariers, der seine Arbeitskraft der parlamentarischen Tätigkeit widmet. Die Abgeordnetenentschädigung, landläufig auch Diät genannt, legt den Grund für eine unabhängige Mandatsausübung. Und die parlamentarische Tätigkeit ist, wie wir alle sicherlich bestätigen können, auch eine interessante und spannende. Und das Ziel muss es dann von uns Demokraten auch letztlich sein, Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft immer wieder auch für eine aktive Tätigkeit, die Wahrnehmung eines Mandates auch zu gewinnen. Und das eben zu jeder Wahl auch neu. Und diese Wahlen finden bei uns in der Tat alle 5 Jahre statt. Und gemessen an einem gesamten Berufsleben sind dann eben 5 Jahre dann ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und die Wiederwahl oder eine Wiederwahl ist weder ein Automatismus noch von irgendjemandem zu garantieren. Und damit stellt sich zwangsläufig, mehr oder weniger auch eingestanden, für jeden Abgeordneten immer wieder die Frage, was wäre denn, wenn ich nicht wiedergewählt werde? Wie gelingt mir die Rückkehr in meinen Beruf oder der Einstieg in einen anderen im Falle des Falles? Die Berufswelt entwickelt sich weiter, Globalisierung und Innovation geben neue Impulse, weshalb der Wieder- oder der Einstieg in einen außerparlamentarischen Beruf auch nach einer Mandatstätigkeit eine Herausforderung darstellt.
Viele scheuen im Übrigen genau deshalb auch die Bewerbung um ein Parlamentsmandat. Und wieder andere sind möglicherweise aus Sorge, dass ihnen der Wiedereinstieg in den zivilen Beruf, in die zivile Existenz nicht gelingt, in ihrer Mandatsausübung nicht wirklich frei, weil der Mandatserhalt für sie auch die ökonomische Existenzsicherung darstellt. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten wollen aber Menschen aus allen Berufsgruppen und Qualifikationen, Freiberufler, Selbstständige, Arbeitnehmer, auch den grundsätzlichen Zugang zum Parlament ermöglichen und wollen, dass Abgeordnete ihr Mandat unabhängig und nur ihrem Gewissen und dem Volk verpflichtend wahrnehmen können. Und deshalb sind wir davon überzeugt, dass es auch Abgeordneten notwendigerweise erlaubt sein muss, so keine Aufhebung der Gewaltenteilung einhergeht, ihre berufliche Existenz auch aufrechtzuerhalten und eine Rückkehr nach dem Ende des Mandats auch damit zu ermöglichen. Auch ist für uns die Nutzung der im Mandat erworbenen weiteren Qualifikationen für eine nebenberufliche oder gegebenenfalls spätere Anschlusstätigkeit legitim. Nebentätigkeitsregelungen für Abgeordnete müssen deshalb so ausgestaltet sein, dass sie einerseits den Anforderungen eines Vollzeitparlaments entsprechen, andererseits aber auch berufliche Existenzen außerhalb des Parlaments nicht zerstören. Gleichwohl gibt es in diesem Spannungsfeld gegebenenfalls Interessenkonflikte, wenn beruflich verfolgte Partikularinteressen mit dem Gemeinwohlinteresse, dem der Abgeordnete verpflichtet ist, in Konflikt stehen. Den mit einer höheren Anforderung auch an Transparenz oder einer höheren Anforderung zur Transparenz dann auch Rechnung getragen werden soll. Wir haben deshalb seit vielen Jahren hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag bereits Regelungen zur Transparenz von Nebentätigkeiten und die jetzt eben mit den vorliegenden Gesetzentwürfen erweitert werden sollen. Wir werden sicherlich die ein oder andere Detailfrage in einer Sachverständigenanhörung dazu noch prüfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den gemeinsam gefundenen Weg der Modernisierung und der Weiterentwicklung auch weiterhin erfolgreich gemeinsam gehen. Ich freue mich auf die Beratung, darf mich auch für den Weg dahin bei allen Teilnehmern in den Fraktionen, die daran mitgewirkt haben, herzlich bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Masching. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren hier und zu Hause. Danke, dass wir heute noch mal über unseren Gesetzentwurf reden dürfen. Transparenz, das ist ja ein wichtiges Thema, das ist super, dass wir hier so häufig drüber reden. Ach nee, das ist ja gar nicht unser Entwurf, das ist ja nur die billige Kopie. Frau Bär. Die Westen, haben Sie gerade gesagt, ist ein hilfloses Signal. Aber das mag sogar so sein. Denn bei dem Entwurf, der hier vorliegt, von anscheinend allen hier im Haus vertretenen Parteien, nur nicht uns, wird immer wieder gesagt, wir wären nicht kompromissbereit. Tatsache ist doch, mit uns wurde überhaupt nicht über diesen Entwurf geredet und darüber, ob wir in diesem Bereich Ihnen auch entgegenkommen können, trotz aller Signale, die wir vorher in diese Richtung gesendet haben. Meine Damen und Herren, die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP haben sich im Hinterzimmer dieses Landtags abgesprochen und präsentieren uns jetzt hier Gesetzentwürfe zum Thema Vetternwirtschaft, haben wir schon darüber geredet, und zum Thema Offenlegung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Damit schreiben sie sich Transparenz auf ihre Fahne, sie schreiben sich eine weiße Weste über und sie verkaufen das dem Bürger dann als Erfolg. Aber was steht denn tatsächlich drin in den Gesetzentwürfen? Sie bauen da ein schwammiges Stufenmodell für Nebeneinkünfte. Stufenmodelle, meine Damen und Herren, die sind nicht transparent, die sind genau der Inbegriff von getrübter Wahrheit. Und obwohl Stufenmodelle als Lösung bereits seit Peer Steinbrück und seiner Kanzlerkandidatur immer wieder durchgefallen sind, verkaufen Sie das hier als vermeintlichen Fortschritt. Sie können es in unserem Gesetzentwurf nachlesen, aber ich erzähle es auch gerne nochmal. Ihr Gesetzentwurf geht einfach nicht weit genug. In Ihrem Gesetz ist zum Beispiel, und ich wiederhole mich da, keine Spur zur Angabe von Zeitaufwand der ausgeübten Nebentätigkeit zu finden. Ein Beispiel.
Ein fiktives Beispiel. In Ihrem Gesetz fehlen uns die Angaben, wie viele Stunden ein Abgeordneter zum Beispiel als Anwalt für ein Unternehmen in der Fracking-Branche arbeiten könnte. Es fehlen die Angaben, dass Sie ein Abgeordneter den Großteil seiner Zeit lieber in Versicherungen macht, als sich um die Belange der Bürger zu kümmern. Es fehlen Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten, obwohl auch die können einen Interessenskonflikt auslösen. Und Interessenskonflikte, die wird es in der Politik immer geben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber gerade darum müssen wir das dem Bürger transparent machen. Der Bürger muss die Grundlage der Entscheidung seines Volksvertreters kennen, um ihm vertrauen zu können. Und das alles spielt in Ihren Entwürfen keine Rolle. Ihre Entwürfe sind kein Fortschritt in der Debatte, sie sind Stillstand und zementieren diesen. Das ist keine Transparenz. Durchsichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist höchstens die politische Taktik dahinter. Denn seit 2012 haben wir Piraten hier immer wieder die Offenlegung der Nebentätigkeiten im Landtag gefordert. Herr Kollege Marsching, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulz von den Piraten stellen? Sehr gerne. Zulassen? Vielen Dank, lieber Michel Marsching, dass du die Zwischenfrage zulässt. Gibt es möglicherweise eine Erklärung dafür, dass, wie Frau Kollegin Bär eben erklärte, ja die Grünen schon seit Jahr und Tag die Nebeneinkünfte auf Cent genau vom ersten Cent an veröffentlichen, wir im Übrigen auch. Dieser Gesetzentwurf, an dem die Grünen mitwirken, das aber eben im Gegenteil nicht gewährleistet. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, die Grünen, und das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, die Grünen kennen dieses Modell der parlamentarischen Zwänge. Und das hier scheint ein solcher Zwang zu sein, ein Kompromiss, einen faulen Kompromiss eingehen zu müssen, obwohl man sich immer wieder und bis vor kurzem noch hingestellt und gesagt hat, unter dieser Forderung geht nichts. Aber ist okay. Also wie gesagt, durchsichtig ist höchstens Ihre politische Taktik. Seit 2012 haben wir die Nebentätigkeiten, die Offenlegung hier gefordert. Im letzten Jahr haben wir auch über das Verbot der Beschäftigung von Verwandten, und zwar bis zum vierten Grad, hier geredet im Landtag. Die zweite Lesung unseres Gesetzentwurfs und die Ablehnung war am 10. Juli 2013. Bei der Offenlegung von Nebentätigkeiten haben wir auch lange mitgespielt. Das wird heute hier so ein bisschen verschwiegen. Und wir haben dann beim letzten Plenum mit unserem Entwurf klargestellt, mit unserem Gesetzentwurf, dass wir nicht mehr warten wollen und warten können und dass es endlich Zeit wird. Und jetzt legen Sie einen entschärften Entwurf vor und dann feiern Sie sich selbst für diese gute Tat. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir machen heute hier deutlich, was mit echter Transparenz gemeint ist. Denn während Sie sich hier in den weißen Westen auf die Schulter klopfen, haben wir die transparenten Westen an und wir zeigen, was in unseren Innentaschen drin ist. Das sind keine Aufkleber, Frau Präsidentin, das sind die Nebeneinkünfte auf den Cent genau. Auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD, Grünen, CDU und FDP, würde so eine Transparenz gut stehen. Obwohl ich das mit der Transpiration zugebe. Vertrauen ist gut, aber Transparenz ist einfach noch besser. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Frau Präsidentin saß gerade nicht mehr, die hat mir die Sitzungsleitung übergeben. Aber das ist auch alles nicht so wichtig. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache. Es geht heute auch um eine Überweisung dieser Gesetzentwürfe. Ich gehe von Ihrem Einverständnis aus, dass wir über die Überweisung dieser drei Gesetze auch gemeinsam abstimmen. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung der drei Gesetzentwürfe, also der Drucksachen 6123, 6124 und 6125 an den Hauptausschuss. Und wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Keine Enthaltung, keine Gegenstimmen. Damit ist die Überweisungsempfehlung, die ich eben ausgesprochen habe, einstimmig angenommen. Und ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 7.